Willst du mal ein Engel werden? Oh, was ist das für eine Frage? Ah, ich bin doch schon ein Engel. Oder könnt ihr den Heiligenschein nicht über mir sehen? Was war das Blödeste, das du als Kind gemacht hast? Also, ich war tatsächlich als Kind wirklich recht lieb und habe nie großartig Blödsinn gebaut, was einfach daran lag, dass ich ein super, super, super schüchternes Kind war. Es gab Zeiten, da habe ich mich noch nicht mal getraut, mir ein eigenes Eis zu bestellen. Das musste alles Mama machen. Was mir da jetzt so spontan einfällt, ich habe früher mit meinem damaligen Spielkameraden, haben wir super, super gerne in Spargelfeldern gespielt und wir sind halt durch die Reihen getobt und haben uns da gekugelt im Sand und über diese, wie nenne ich es jetzt? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich sag mal, diese Wellen getobt und gerollt und gekugelt und bis dann der Bauer kam. Der das Ganze alles andere als witzig fand und hat uns auch derbe zur Sau gemacht. Und wie alt waren wir da? 4, 5 Jahre alt, 6 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und wir waren natürlich total schockiert, haben geweint, sind ganz schnell zu mir nach Hause gelaufen und haben uns dort unter dem Küchentisch versteckt. Und der Bauer kam natürlich hinterher und hat dann erstmal meine Mama rund gemacht.